Ja, hallo, ich habe hier ein DM41X und ein DM42. Und auf dem japanischen Kanal Takulabo wurden ein paar Performance-Tests gemacht mit dem DM41 gegen DM41L und auch gegen den HP 15C LE. Und da fiel mir ein, okay, warum nicht mal schnell gucken, wie es im Vergleich zum DM42 aussieht. Das verwendete Programm sieht wie folgt aus. Das fängt hier an. Label SM, Store 00, 0, Store 01, Label 01, Recall 00. Store Plus 01, DSE 00, GoTo 01, Recall 01 und fertig. So, das ist unser Programm und das haben wir auf dem DM42 natürlich auch in gleicher Form. Und ich gebe jetzt mal als Startwert 2500 ein. Und wir müssen hier jetzt Execute SM eingeben und hier braucht man nur diese Schnelltaste zu benutzen. Los geht's. DM42 ist schon im Ziel. Der Unterschied ist schon bemerkenswert, finde ich. Aber Geschwindigkeit ist ja nicht alles. Das ist ja eigentlich nur ein Gag. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant zu sehen. Zack, jetzt hat er es auch geschafft. Und jetzt könnte man ja denken, okay, man kann ja ein bisschen tweaken, indem man hier die USB-Stromversorgung dazu holt. Dann ist er ja höher getaktet. Moment, ich muss natürlich richtig rum machen. So, wir sehen jetzt hier das Symbol für USB-Energieversorgung. Dann wiederholen wir das doch mal unter neuen Bedingungen. 2500 Execute mit zwei Tastaturen ist das immer so eine Sache. Muss man sich immer umgewöhnen. So, 3, 2, 1. Ja, also auch mit USB-Stromversorgung ist der DM41X hoffnungslos abgeschlagen. So viel vielleicht einfach dazu. Man kann aus dem Test so ungefähr entnehmen, dass wenn man langwierige, komplizierte Programme abfahren will, man möglicherweise mit dem DM42 besser dran ist. Aber es gibt natürlich jede Menge Gründe, die man haben kann, um das eine oder das andere Gerät zu bevorzugen. Und ich verstehe natürlich auch, wenn nicht jeder beide Geräte kaufen will. Auf jeden Fall, das kommt bei raus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert und Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis bald.